Und? So, hallo, herzlich willkommen zur ersten International Conference on Creative Media Technologies an der FH St. Pölten. Dieses Jahr werden drei etablierte Formate zusammengeführt. Die ersten zwei Tage werden auf Deutsch sein, weil wir die Konferenz in Wirklichkeit Animation, also die Jahrestagung der AG Animation, der deutschsprachigen Animationsforschung, hier in St. Pölten haben. Es ist außerdem dann ab Mittwoch die vierte Ausgabe des All-Around Audio Symposiums und die elfte Ausgabe des etablierten Formats des Forum Media Technologies. Ja, und St. Pölten hat ja den Slogan Best Place to Study, Best Place to Work, und ich hoffe, dass wir auch the Best Place to Confer sind. Und ich freue mich sehr, zwei Rednerinnen begrüßen zu dürfen von der FH St. Pölten. Und als erstes würde ich gerne zu mir bitten, Monika Wieselziel, die Leiterin des FH-Kollegiums. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Darf Sie sehr herzlich an der Fachhochschule St. Pölten begrüßen. Ich selber komme aus dem Bereich soziale Arbeit. Aber diese Konferenzen sind immer sehr spannend und diese Woche gibt es ja noch was Viertes aus dem Department, nämlich den Golden Wire. Also wenn Sie morgen am Abend noch nichts vorhaben, darf ich Sie auch dazu sehr herzlich einladen. Ja, willkommen zu dieser intensiven Woche. Schön, dass Sie es geschafft haben. Der Eisenbahnstreik fängt ja erst zum Mittag an. War vielleicht eine Zusatzmotivation für manche, pünktlich in der Früh da zu sein. Herzlich willkommen. Ja, wir bemühen uns sehr, wirklich Praxis und Studium zu verbinden, nicht nur in den Lehrveranstaltungen, sondern eben auch durch solche Formate. Und ich denke mir, das sind wir auch Vorreiter in der Beteiligung von Studierenden an Forschungsprojekten. Ich glaube, da bekommen Sie auch ein bisschen einen Einblick, wie das bei uns aussieht. Ja, ich denke mir, es wird ein spannender Tag, es wird eine spannende Woche und ich freue mich darauf, Sie im Haus zu sehen und vielleicht auch zu anderen Gelegenheiten. Ich möchte aber an dem Punkt mich auch sehr herzlich bedanken bei allen Organisatoren und Organisatorinnen, sowohl was das Inhaltliche betrifft, wie das Organisatorische. Es ist neben der regulären Lehrbelastung, neben den notwendigen Forschungsanträgen und Umsetzen der Forschungsprojekte eine zusätzliche Aufgabe. Und Sie sind jetzt der Lohn dafür, dass Sie da sind und zwei, drei, vier, fünf interessante Tage haben werden. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Dankeschön. Ja, unser Departmentleiter Alois Brotschnik lässt sich sehr herzlich entschuldigen. Er ist krank. Wir hoffen, dass er morgen bis zum Golden Wire wieder fit wird. Ganz herzliche Grüße auch an Alois über den Stream, falls er zuschaut. Und nun möchte ich Markus Seidel begrüßen, den Leiter des Instituts für Creative Media Technologies. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich auf Englisch vorbereitet gehabt für die Rede, wenn wir heuer die erste International Conference on Creative Media Technologies haben. Aber man darf nicht vergessen, dass international auch schon jenseits von Passau beginnt. Darum freue ich mich sehr, da jetzt quasi die deutschsprachige Animationsforschung im Haus zu haben. Ich möchte ein paar Worte sagen quasi zur Einbindung der Konferenzreihe, die wir diese Woche haben in unser Department.
im Department für Medien und digitale Technologien, ich übersetze im Kopf, darum stockt es vielleicht zu Beginn ein bisschen, umfasst mehrere Bachelor- und Masterstudiengänge, die alle einen starken Medientechnikbezug haben und in den letzten Jahren haben wir auch noch ausgebaut in Richtung Smart Manufacturing, Industrie 4.0. Und in dieser Woche haben wir Anknüpfungspunkte in all unsere inhaltlichen Themen dabei. Jetzt beginnt es mit der Animationsforschung, das sehr stark heuer und prominent vertreten ist. 2 Tage geht dann über in All Around Audio, ein Symposiumsformat, wo wir dann schon von der Früh weg auch in Englisch starten werden. Und am letzten Tag, am Donnerstag, kommt das Forum Media Technology, eine Peer-Reviewed Konferenz, wo wir eben auch durchgehend Englisch sprechen werden. Was Sie sich auch anschauen sollten, ist Mittwoch und Donnerstag gibt es ein großes Demo-Format. Das heißt, da haben Sie an mehreren Plätzen im Haus immer etwas zum Angreifen, zum Anschauen. Schauen Sie sich das an. Danke. Danke. Ja, wie gesagt, das ist jetzt quasi die 4. Konferenz der deutschsprachigen Animationsforschung, in Wirklichkeit Animation, Punkt, Punkt, Punkt. Begonnen haben wir mit In Bewegung setzen, Punkt, 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 im November 2012 an der Universität Hamburg. Was sehr eine lustige Anekdote ist, dass die FH St. Pölten dort sehr zahlreich vertreten war. Unser jetziger Prorektor Hannes Raffer oder Prokurist Hannes Raffers-Eder hat hier zu Animated Sounds and Sounding Animation vorgetragen und Rosa von Süß, eine sehr enge Kollegin auch, hat zu Animated Knowledge, zur Wissensvermittlung in TV-Formaten vorgetragen. Also quasi der Beginn ist sozusagen schon 2012 passiert und jetzt sind wir hier in St. Pölten. Ja, wir waren dazwischen mit In Wandel, Punkt, 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 Metamorphosen der Animation schon in Tübingen und letztes Jahr an der Volkswagen Stiftung in Hannover mit Ästhetiken des Gemachten in Animation und Comics. Das war quasi zusammen mit Comic Studies. Das heißt, wir sind schon gewohnt, interdisziplinär zu arbeiten. Und eben jetzt kommen wir zur Wirklichkeit. Ja, Hauptveranstalter ist natürlich neben der FH St. Pölten die AG Animation. Wir sind seit 2010 haben wir uns in Bewegung gesetzt. Wir sind quasi eine Vernetzung der deutschsprachigen Animationsforschung. Wir sind auch immer interessiert daran, neue Mitglieder zu bekommen. Das heißt, wenn Sie oder ihr an Animationsforschung interessiert seid, bitte einfach mich kontaktieren oder Erwin kurz oder unsere anderen Co-Organizer. Wir sind immer offen für Inputs. Genau. Vielleicht noch ein paar Highlights. Heute am Abend wagen wir es quasi gemeinsam mit der ganzen Gruppe nach Wien zu kommen. Und zwar wird es eine Ausstellungseröffnung geben und eine Podiumsdiskussion ab 19 Uhr im Raum D im Museumsquartier. Also wir hoffen hier auch ein bisschen die Wiener Community abzuholen. Und wir werden gemeinsam heute das Pendelerlebnis zwischen Wien und St. Pölten erfahren. Das heißt, wir werden gemeinsam mit dem Zug nach St. Pölten fahren. Und ich hoffe, ihr fahrt. Also bitte? Nach Wien, ja. Habe ich St. Pölten gesagt? Ja. Sorry. auch sehr herzlich einladen möchte ich morgen in der Früh um 9.15 Uhr, also wir haben es heute gut geschafft, ich hoffe, wir schaffen es morgen auch so früh, und zwar gibt es da einen Vernetzungsworkshop zu Animation in Lehre und Wissenschaft und more. Das heißt, es wird ein World Café sein, das heißt, hier werden wir dann unterschiedliche Pinnwände aufstellen, in kleinen Gruppen einfach auch Ideen sammeln, um zu schauen, wie können wir die Animationsforschung und auch die Lehre vorantreiben. Ja, ein bisschen Dank wurde schon ausgesprochen. Ich möchte mich jetzt auch bedanken an Markus Seidel, Thomas Moser, Michael Iber, die quasi die Animationskonferenz sozusagen in diese International Week gelassen haben und quasi extra ein neues Format deswegen kreiert haben. Also danke auch für die Mehrarbeit, die ihr durch dieses neue Format hattet. Eingeladen, nicht gelassen. Du hast eingeladen natürlich. Dann natürlich meine Co-Chairs, Jürgen Hagler, ja, von der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Hagenberg, Holger Lang
von der Asifa Austria. Sie sind heute in der Früh aus China zurückgekommen, genau rechtzeitig. Schön, dass ihr da seid. Dann Maike, Sarah Reinhardt von der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Wir hatten auch noch ein Conference Committee, das heißt, die uns auch unterstützt haben, Julia Eckel von der Ruhr-Universität Bochum, Christian Freisleben-Teutscher von der Fachhochschule St. Pölten und Rosa von Süß, die ich ja auch schon erwähnt hatte. So, ich glaube, so der größte Dank geht an die Konferenzheldin Silvia Petrovic-Meyer, die uns quasi durch dieses neue Format, also nicht nur mit uns entwickelt hat, sondern auch quasi gecoacht hat, so quasi diese interdisziplinären Verständigungen, die notwendig sind, immer sehr gut zusammengeführt hat. Dann Georg Vogt möchte ich auch danken für die Mitarbeit und David Ziegenhagen, Julia Klaus, Julia Machern, die die Grafik gemacht hat und Marlene Jaschek, die diese wunderbare Animation für uns gestaltet hat, die eine Studentin auch hier ist. Genau, auch noch ein Dank, Land Niederösterreich, Abteilung Wissenschaft und Forschung, die haben uns unterstützt finanziell. Dann die Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien und Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und Asifa Austria. Also es ist doch ein relativ großes Konsortium, das wir hier zusammengestellt haben. Gut, soweit einführende Worte und Dank. Und ich freue mich sehr, nun den Keynote-Speaker Andreas Hikade begrüßen zu dürfen. Ja, Andreas ist in Altötting, Oberbayern geboren, also gerade noch international. Ist an der österreichischen Grenze, 20 Kilometer weg von Braunau am Inn. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Andreas hat sehr viele Animationsfilme für Erwachsene realisiert, unter anderem Ring of Fire 2000 oder Love and Theft 2010. Er hat dann auch begonnen, eine Kinderanimationsfilmserie zu realisieren, Tom und das Erdbeermarmeladenbrot, wo ich gestern gehört habe, dass das wunderbar ist, wenn man Deutsch lernen will, sich diese Serie anzuschauen. Und Andreas hat für seine Filme zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen. Von 2005 bis 2010 war er Professor für Animationsfilm an der Kunsthochschule Kassel. Seit 2011 ist er Professor für Animationsfilm und seit 2015 Leiter des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg. Also eigentlich so eins der am besten bekannten Ausbildungsstätten für Animation im deutschsprachigen Raum, kann man sagen. Du bist außerdem Leiter der FMX, der Conference on Animation Effects, Games and Immersive Media. Die findet jährlich statt, Ende April, Anfang Mai, parallel zum ITFS, zur Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart. Dankeschön. Und hier haben wir auch eine Verbindung, weil unsere Studierenden fahren eigentlich jedes Jahr zu FMX und lassen sich inspirieren. Sehr gut. Andreas, danke, dass du da bist und wir sind schon sehr neugierig auf deinen Vortrag. Ja, danke sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich denke, das ist etwa ein halbes Jahr her. Da hat mich die Frau Bruckner gefragt, ob ich hierher kommen will und einen kurzen Vortrag halten möchte. Und wir haben etwa 3 Sekunden lang diskutiert über das Thema und kamen darauf, dass wir hier über Rhythmus in der Animation erzählen wollen. Ich hoffe, dass Thema integriert sich hier ein Stück weit in die Konferenz und ich hoffe auch, es ist für Sie von Relevanz. Für die Animationsfilmer ist es ein sehr relevantes, wichtiges Thema. Rhythmus, da geht es im weitesten Sinn um die Gestaltung der unsichtbaren Welt oder wie der kanadische Animationsfilmer Norman McLaren sich ausdrückte, um die Gestaltung des Spaces between the Frames. Also darum soll es gehen. Vielleicht mal kurz zur Einführung der Begrifflichkeiten im Animationsfilm. Beim Animationsfilm handelt es sich im weitesten Sinn um Filme und Filme werden definiert durch Bilder und Töne in zeitlicher Abfolge. Das heißt, für die Filmschaffenden sind 2 Fragen von großer Relevanz. Erstens mal, was machen wir hier überhaupt? Und zweitens aber auch, wann erzählen wir das? Also wie setzen wir das in eine sinnstiftende zeitliche Abfolge, die auch mit dem Publikum kommunizieren kann?
Und dieses Bewusstsein ist sehr wichtig für die Gestaltung des Mediums. Und in dem Sinn unterscheidet sich der Film auch zum Beispiel zur Malerei. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel aus der Malerei nehmen, Van Gogh malt einen Stuhl, dann liegt es an Ihnen, dem Publikum, zu definieren, wie lange setzen Sie sich mit diesem Stuhl auseinander. Betrachten Sie das 5 Sekunden lang in einem Museum oder gefällt Ihnen der Stuhl so gut, dass Sie ihn sich zu Hause, wenn Sie es leisten können, ins Wohnzimmer hängen und ein Leben lang über diesen Stuhl reflektieren. Sie als Publikum, als Betrachter definieren die Zeitschiene. Im Film ist es anders. Im Film liegt es an den Machenden, diese Zeitschiene zu definieren. Und in dem Sinn sind 2 Punkte von sehr großer Relevanz in der Gestaltung. Zunächst einmal dem Stoff eine gewisse Dynamik zu geben, damit Sie das Publikum in diesem dynamischen Prozess bei der Stange halten können. Also zum Beispiel eine Holzpuppe. Das ist ein schönes Bild. Es wird niemals einen interessanten Film geben, nicht deshalb, weil was falsch ist an der Holzpuppe, nur weil die Holzpuppe allein noch keine Dynamik hat. In dem Moment, wo Sie sagen, diese Holzpuppe möchte zu einem Jungen aus Fleisch und Blut werden, implementieren Sie damit eine Dynamik in dem Stoff und somit auch die Basis dafür, dass dieses filmische Ereignis nachvollziehbar werden kann. Die beste Art und Weise, Dynamik zu erzeugen, ist es, beim Publikum eine Frage zum Resonieren zu bringen. Also besser, als wenn Sie zum Beispiel sagen, diese Holzpuppe wird zu einem Jungen aus Fleisch und Blut. Punkt. Dann ist das lediglich eine Information. Das können Sie als Publikum verarbeiten, aber es wird nicht in Ihnen resonieren. Sie werden sich nicht damit beschäftigen. In dem Moment, wo Sie den Satz umstellen und zum Beispiel sagen, kann diese Holzpuppe zu einem Jungen aus Fleisch und Blut werden? Fragezeichen. In dem Moment merken Sie wahrscheinlich schon beim Zuhören, wie in Ihnen etwas zum Schwingen kommt und Sie sich mit dieser Frage beschäftigen können. Ja, kann es denn sein? Und viel wird dafür sprechen und viel wird dagegen sprechen und so bekommen Sie den Stoff zum Schwingen. Ein Junge möchte im Dschungel bleiben, Punkt, ist lediglich eine Information. Aber kann dieser kleine Junge im Dschungel bleiben? Fragezeichen. Das implementiert eine gewisse Dynamik und diese Dynamik ist die Basis für das Publikum, um sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen und als Filmemacher eine Situation zu kreieren, die das Publikum davon abhält, abzuschalten oder sich auszuklinken mit dem Werk. Das ist das eine, die Dynamik. Und das zweite ist der Rhythmus. Das heißt, wenn Sie erstmal Ihre Erzählung gefasst haben, dann geht es in einem zweiten Schritt darum, diese Zeitschiene so zu gestalten, dass das Ganze mit dem Publikum kommuniziert. Und im Groben sieht das in etwas so aus, wenn Sie sich mit dem Film auseinandersetzen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von einzelnen Filmbildern. Es fängt mit dem ersten Bild an und geht dann so lange, wie der Film eben geht, je nachdem, in welcher Geschwindigkeit er läuft. Bei 25 Bildern in der Sekunde sind das 1500 Frames, bei 24 sind es 1440. Am Ende ist es egal, weil es sind einzelne Frames, die Sie auf die eine oder andere Art und Weise gestalten sollen und müssen, wenn Sie einen Film herstellen wollen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ein Stück Animation selbst gestaltet hat. Vielleicht hebt er mal, wer hat denn schon mal? Oh ja, doch, die meisten. Na gut, ich hoffe, das langweilt Sie jetzt nicht, was ich Ihnen erzähle. Aber die meisten Leute machen eigentlich bei ihrem ersten Animationsfilm immer die gleiche Erfahrung. Sie haben den Film im Kopf und zeichnen das dann alles auf oder bauen das mit Puppen und bewegen das durch die Gegend oder nehmen ein Stück Knete und kneten all das und gehen dann davon aus, dass all das, was Sie im Kopf haben, dann auch beim Publikum kommuniziert ist. Aber mitnichten der Fall. Also bei meinem ersten Film war das so, das war wie ein Auto, das nicht richtig fuhr, das immer wieder anfuhr, stockte, Sprünge machte, absoff und auf keinen Fall konnte die Handlung mit dem Publikum kommunizieren. Niemand wusste, worum es geht. Und der Grund war nicht, dass der Inhalt falsch war,
sondern der Grund war, dass der Film keinen Rhythmus hatte, der mit dem Publikum kommunizieren konnte. Und seitdem ist es eigentlich in meiner Arbeit immer so, dass ich versuche, den Rhythmus eines Films zu erfassen, ein Stück weit herauszufinden, was ist der Herzschlag des Films. Also, wie ist der Film in seinem natürlichen Zustand? In der Regel finden Sie etwas innerhalb so eines Ereignisses, das Ihnen einen Hinweis darauf gibt. Zum Beispiel ein Walk-Cycle, also ein Gehzyklus. Linker Schritt, rechter Schritt. Ja, so ist die Figur in ihrer Ruhe. Wenn Sie das einmal erfasst haben, dann können Sie das innerhalb dieser Zeitschiene darstellen. Sehen Sie hier in der zweiten Spalte, die Spalte Beat. Alle 16 Frames haben wir hier einen Beat. Und und zwischendrin gibt es immer einen Off-Beat. Und das macht bum, bum, bum. Und wenn Sie das erstmal haben, das machen Sie in der Regel so, dass Sie sich eine Stoppuhr nehmen und das erstmal alles fühlen, weil bevor Sie es nicht fühlen, brauchen Sie es gar nicht anfangen. Aber wenn Sie es dann fühlen, dann timen Sie es mal aus und dann kommen Sie auf einen bestimmten Wert, zum Beispiel 7,87 Frames pro Beat. Und weil 7,87 eine ganz unangenehme Zahl zum Animieren ist, runden Sie das lieber auf 8 Frames. Und wo ist denn jetzt der? Jetzt, Adley. Und so können Sie dann ein Stück weit anhand Ihres Beats Ihr Ereignis definieren. In diesem Fall linker Schritt, rechter Schritt ergibt insgesamt einen Zyklus. Und von dem ausgehend können Sie das gesamte Ereignis gestalten. Sie können feststellen, wann nimmt der Film an Tempo auf. Und dann gehen Sie hoch von 8 Frames auf 6, auf 4, 2 und erhöhen die Dynamik. Oder Sie definieren, wann wird der Film langsamer, dann geht er von 8 Frames auf 16, auf 24, auf 32, 48 und hält irgendwann mal vielleicht auch komplett seinen Atem an. Also das ist eigentlich mit der allerwichtigste erste Gedanke bei der Gestaltung der Zeitschiene, dass Sie das nicht nur punktuell machen und sich austimen, wie lang dauert diese Aktion und wie lang dauert jene Aktion, sondern dass Sie zunächst mal irgendeine Art von Herzschlag und rhythmisches Prinzip erforschen, festhalten und von dort ausgehend Ihre Zeitschiene gestalten. Und ich habe Ihnen ein kurzes Filmbeispiel mitgebracht, ein Film, 5 Minuten lang, mit dem Titel Nuggets. Der Film ist von 2014 und ich denke, dass er das ganz gut zeigt. Er hat ein kleines Vögelchen, das einen bestimmten Grundzyklus hat und von diesem Zyklus aus gestaltet sich die Handlung. Und vielleicht können Sie ein Stück weit im Geist diesen Beat mitklopfen und dann merken Sie, dass eigentlich alle Handlungen, die innerhalb des Films passieren, auf diesem Grundbeat, auf diesem Herzschlag aufbauen. Und vielleicht können wir das Licht dimmen, weil der Film Dunkelheit benötigt.
Das macht es dramatisch. Oje. Okay, also war ein bisschen der Technikwurm drin, aber ich hoffe, der Gedanke drang durch, ein Stück weit. Also der Herzschlag und von dort aus kann schneller und langsamer werden. Das Ganze war bei dem Beispiel relativ einfach, weil es nur einen Charakter gab. Dieser Charakter seinen Rhythmus definiert, der Rhythmus definiert wurde und von dort ausgehend alles entwickelt werden konnte, komplexer. Wird das Ganze, wenn wir es mit unterschiedlichen Charakteren zu tun haben, die unterschiedliche eigene Rhythmen haben. Also wie wollen Sie das Ganze miteinander verbinden? Ein Stück weit ist die Antwort, sowas wie einen gemeinsamen Takt zu finden für die einzelnen Charaktere. Sehen Sie hier in der Übersicht, in der zweiten Spalte ist der Beat, dann gibt es Charaktere, die sich sozusagen an dem Beat orientieren. Es gibt aber auch zum Beispiel den Charakter B, der in einem anderen Tempo funktioniert, der langsamer ist, und den Charakter C, der schneller ist. Und ich würde Ihnen gerne dazu einen kurzen Filmausschnitt zeigen aus der schon erwähnten Serie Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig, die im Prinzip komplett nach diesem System realisiert wurde. Es gab da den Charakter Tom, der hat einen linken und einen rechten Schritt, eine durchschnittliche Geschwindigkeit, die seiner Natur entsprach, von 2 mal 6 Frames, 6 Frames linker Schritt, 6 Frames rechter Schritt. Und dann gab es aber eine Reihe von anderen Figuren, zum Beispiel der Müller, der um einiges langsamer war, deswegen war er nicht auf 12, sondern auf 24 Frames. Oder die Erdbeermaus, die arrhythmisch ist. Und so nicht auf 6 basierte, sondern auf 3 mal 4 und somit ein arrhythmisches Konzept in die Sache mit reinbrachte. Oder die Mama von Tom, die sehr alt ist und langsam, die auf 48 Frames basierte. Aber durch einen gemeinsamen Takt gelang es, all diese Charaktere auch immer wieder in der Handlung miteinander zu verbinden. Und so wurde das Ganze ein Stück weit sowas wie ein kleines Musical an sich, und alle Geräusche, alle Handlungen orientierten sich ein Stück weit an diesem Rhythmus. Das Ganze ist nur etwa 1,5 Minuten lang, das heißt, die Chance ist gegeben, dass wir das am Stück durchschauen können. Das ist ein Ausschnitt aus der Episode Tom und die dicke Luisa, die Kuh. Ton. Der nächste Schritt ist, oder kann sein, dass Sie nicht nur im Unsichtbaren die Beats und die Tempi der Handlung definieren, sondern dass Sie einen Soundtrack, ein Stück Musik oder eine Sprachaufnahme produzieren, die als Basis für die Realisierung der Animation dient. Dazu analysieren Sie den zur Verfügung stehenden Ton und stellen einen Sound-Breakdown her. Hier ein kurzes Beispiel. Sie sehen hier in der zweiten Spalte die Drums, in der dritten Spalte die Violinen, in der vierten Spalte die Gitarre. Und je nachdem,
orientiert sich die Handlung an dieser Analyse des Tons. Das heißt, Sie wissen dann, weil Sie den Ton analysiert haben, fremdgenau, wann Sie welche Akzente innerhalb der Animation setzen können. Ich zeige Ihnen mal ein kurzes Beispiel aus dem Film Ring of Fire. Da war es auch so, dass der Film hatte sowas wie einen Grundrhythmus, der basierte auf dem Gang von zwei Cowboys, und bestimmte Stellen in dem Film waren so gestaltet, dass die Musik führen musste. Das heißt, es wurde dort zunächst mal mit dem Musiker Takt für Takt durchgesprochen, was die Handlung erforderte. Dann hat der Musiker diesen Spannungsbogen anhand von einer Layout-Musik produziert, die schon ein verbindliches Timing hatte. Und so gab es eine Basis zur Realisierung des Tons. Und ich zeige Ihnen mal diesen Ausschnitt aus dem Film Ring of Fire. Das, was für jede einzelne Aktion an sich zutrifft, trifft natürlich auch insgesamt für die Narration eines Filmes zu. Auch die einzelnen Kapitel einer Narration haben im besten Fall ein Timing, das das Publikum nachvollziehen kann. Dazu ist es auch wichtig, dass Sie an bestimmten Stellen dem Publikum auch immer einen extra Beat geben, um das Ganze nicht nur zu registrieren, sondern auch verarbeiten zu können. Und hier eine kurze Darstellung des Films, den ich jetzt Ihnen gleich zeigen werde. Eine klassische Narration, das geht in der Regel so los, dass sie die Welt in ihrer Natur zeigen, hier als Situation 1 bezeichnet, eine Welt, die auch in sich gewisse Mechanismen hat und und oft auch auf zyklischen, rhythmischen Prinzipien basiert. Dann eine Art von Unfall, eine erste Variation der Szenerie, in diesem Fall unterschiedliche Arten der Variationen, die bis ins Chaos führen und so eine neue Situation erzeugen. All das auch basierend auf einem Grundrhythmus, der etabliert und dann Stück für Stück variiert werden kann. Das ist ein kurzer Film, 3 Minuten 30, von der Filmemacherin Julia Ocker, der Film Arndt aus der Serie Animanimals.
Natürlich gibt es immer auch mal Momente, wo das Ganze redundant wird und wo man sich auch innerhalb der Arbeit von den vorgegebenen rhythmischen Prinzipien auch lösen kann und tatsächlich wieder zu einer Arbeitsweise kommt, die ich einleitend geschildert habe, nämlich man macht das Stück für Stück und verlässt sich auf sein Gefühl. Das Gute daran, wenn es den Rhythmus gibt, ist, dass man ihn jederzeit auch verlassen kann. Er ist aber dann jederzeit auch da, wenn Sie ihn brauchen sollten. Was sich daraus ableitet, ist das X-Sheet. Ich habe Ihnen hier mal eine Seite aus meinem neuen Film Altötting mitgebracht. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das Handling des X-Sheets. Im Rahmen der Digitalisierung haben Sie sozusagen eine sehr hohe Flexibilität innerhalb der Arbeitsprozesse erreicht. Trotzdem ist es wichtig, ein Stück weit zu wissen, was man produzieren möchte und eine Basis zu finden, eine Kommunikationsbasis, um mit allen Beteiligten zu kommunizieren. Und in seiner Essenz ist es immer noch entweder das X-Sheet oder etwas Vergleichbares. Worum es sich handelt, ist ein Stück weit das, was die einzelnen Grafiken bereits gezeigt haben. Es ist eine Zeitschiene, eine Art von Notenpapier der Animationsschaffenden, in deren einmal die Zeitschiene festgelegt ist, in dem aber auch einzelne Beats schon festgelegt sind und in dem unterschiedliche Charaktere sich bewegen. Und im Verwaltungsprozess brauchen Sie das in der Regel so, dass jeder Charakter eines Films, alles was sich bewegt, am Ende nummeriert und bezeichnet werden muss, damit hier das Ganze weiter bearbeitet werden kann. Sie sehen hier die einzelnen Spalten für die einzelnen Charaktere. Sie sehen rechts eine Spalte, in der Anmerkungen möglich sind. Zum Beispiel hier rechts oben eine Anmerkung für die Kamerafrau, wie die Szene multiplanmäßig angeordnet werden soll. Oder eben auch hier der blaue Strich, der ganz nach unten geht, der eine bestimmte Fahrt von Punkt A nach Punkt B bezeichnet und auch die Art der Dynamik dieser Fahrt definiert. Und in diesem speziellen Fall, bei diesem Film, war es so, dass die Drehpläne komplett geschrieben waren, bevor überhaupt irgendwas gezeichnet wurde. Es gab sozusagen einen Animatic, einen Layout-Film. Und dann hat der Produktionsprozess, also der Film wurde sozusagen an unterschiedlichen Orten gleichzeitig produziert, hat es benötigt, dass es als ein sehr ausgearbeitetes X-Sheet gibt, als Richtwert für die Filmschaffenden, die daran beteiligt sind.
Die beste Zahl, aus meiner Sicht, meine Lieblingszahl ist die 8. Die 8 ist eine wunderbare Zahl. Man merkt ihr das schon an. Sie sieht wunderbar aus. Wenn Sie sie um 90 Grad drehen, kommt Unendlichkeit dabei raus. Und das ist sozusagen nicht nur metaphorisch oder poetisch gemeint, sondern es ist ganz faktisch so. Das heißt, für all die, die noch keinen Animationsfilm realisiert haben, wäre mein Tipp als Start, einen Rhythmus zu wählen, der auf irgendeine Art und Weise irgendwas mit der 8 zu tun hat, weil mit der 8 kommen Sie überall hin. Zunächst mal können Sie die 8 immer teilen, 4, 2, 1, Sie kommen an jedes einzelne Frame ran und Sie können damit ein rhythmisches Prinzip etablieren, indem Sie das skalieren, von 8 auf 16, 32, 64, 128 und so weiter. Eigentlich kommen Sie mit der 8 überall hin und wie gesagt, das Gute ist, Sie finden immer die Hälfte, wenn es nötig ist, auch immer die Mitte und deswegen ist das eine ganz, ganz wunderbare Zahl, die 8. Und vielleicht haben Sie gemerkt, dass das meiste, was ich Ihnen jetzt hier da an Grafiken gezeigt habe, auf der einen oder anderen Art und Weise irgendwas mit der 8 zu tun hat. Wenn die 8 nicht geht, das kann ja auch manchmal sein, dass sozusagen die 4 zu schnell ist und die 8 zu langsam, dann nehmen Sie die 6. Weil die 6 auf eine Art und Weise auch wieder mit der 8 verbunden ist. Wie viel? 4 mal 6 gibt 24, ist dasselbe wie 3 mal 8. Also alles, was gerade ist, ist sozusagen sehr animationsfreundlich und die animationsfreundlichste Zahl von allen ist die 8. Jetzt vielleicht zum letzten Punkt, die Gefahren des Rhythmus. Es gibt es ja auch, vielleicht kann ich kurz mal ausholen, dass die meisten von Ihnen wissen es vielleicht, der erste populäre, vertonte Animationsfilm war damals Steamboat Willie aus den Disney-Studios. Da hat man das erste Mal nicht nur die Maus gesehen, sondern auch gehört. Und das war für das Publikum quasi ein sehr emotionales, durchschlagendes Erlebnis. Weil das so ist, dass das Bild uns in der Regel die Information gibt. Das muss sozusagen auch verarbeitet werden, aber der Ton ganz direkt ist. Also der geht sozusagen sofort rein, dass es quasi, da können Sie sich nicht erwehren. Und so war das damals bei Steamboat Willie, während der Ob Iwerks den Film animiert hat, war der Walt Disney dort, wo er in der Regel war, nämlich dort, wo die Innovation ist. Und das war in diesem Fall der Ton und hat sich darum gekümmert, dass jede Handlung, die Iwerks gezeichnet hat, auch ihre Entsprechung im Ton gefunden hat. Wie gesagt, also immer noch ein sehr populäres Mittel, die meisten Filme arbeiten damit. Und man muss auch vielleicht nochmal erwähnen, wie effektiv dieses Gestalten ist, weil sich was daraus abgeleitet hat, nämlich der Begriff Mickey Mousing, der nicht in erster Linie positiv gemeint ist, sondern Mickey Mousing ist heutzutage ein despektierlicher Begriff. Er meint, dass es auch etwas Redundantes hat, wenn hier jedes Bild auch eine Entsprechung im Ton findet. Und viele Filmemacher versuchen das zu vermeiden, das heißt, entweder einen klaren Kontrapunkt zu schaffen, einen Suspense zwischen der Gestaltung des Bildes und der Gestaltung des Tons, um diese Redundanz, dieses Mickey-Mousing zu vermeiden. Oder sie finden eine Art von Mischform, die sozusagen einerseits herstellt, dass es diesen empathischen Akzent des Tones gibt und trotzdem ein Spannungsfeld kreiert. Und ich würde deswegen jetzt diesen kurzen Vortrag beschließen, nochmal mit einem 6 Minuten 40 langen Film, der genau das versucht, und zwar ein Spannungsverhältnis zwischen Musik und Ton herzustellen. Sie sehen hier in der ganz rechten Spalte die Spalte Bild, da ist alle acht Frames ein Akzent. Wenn Sie den Film sehen, werden Sie sehen, dass es eine Metamorphose durch unterschiedliche Gesichter ist. Und jedes achte Frame wird hier wenn der Film seinen Grundrhythmus gefunden hat, wird jedes achte Frame hier ein neues Gesicht gezeigt. Die Gestaltung des Tons aber hat gezeigt, dass wenn wir das 1:1 aufgreifen, diesen Walzer von 3x8, dass dann eben genau diese Redundanz entsteht und relativ schnell eine Ermüdung beim Publikum eintritt. Und deswegen macht der Ton hier etwas leicht anderes. Der Ton ist ein Viervierteltakt, während das Bild ein Dreivierteltakt ist.
Sie sehen hier einen Beat alle 12 Frames und dementsprechend einen Offbeat alle 6 Frames. Und das dadurch entsteht eine Situation, in der zwar alle 24 Frames Bild und Ton sich finden, zwischen diesen 24 Frames aber ein unterschiedliche Rhythmen zwischen einerseits Bild und andererseits Ton entstehen und dadurch eine gewisse Lebendigkeit entsteht und eben diese Redundanz des Mickey-Mausings versucht, vermieden zu werden. Deswegen beschließe ich jetzt den vortragenden Teil. Ich glaube, es gibt dann auch noch die Möglichkeit zu Q&A mit diesem Film Love and Theft. Hoffen wir, das läuft. 6 Minuten 40.
Okay, das war der. Haben Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder Widersprüche? Ja, du hast eigentlich im Prinzip den Begriff Musik, also als übergreifendes Moment eigentlich gar nicht bemerkt, sondern irgendwie wie vermieden. Man kann ja eigentlich sagen, Animation ist bildgewordene Musik und das Bild ist ein Instrument und so, das könnte man ja sehr konsequent einfach pur musikalisch machen, angehen. Ist das jetzt bewusst vermieden oder hast du den Gedanken so noch nicht gemacht? Wie ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage hundertprozentig verstanden habe, aber diese Gestaltung der unsichtbaren Welt ist ein Thema jenseits von dem, was man hört auch. Also es, wie ich versucht habe, am Ende darzustellen, es muss ja nicht jedes Mal eine tonale Entsprechung haben. Also im Prinzip geht es darum, kann ich einfach wie das Bild quasi als Instrument sehen, das ich nicht höre. Ja? Also ich habe gedacht, wenn man eine Musik schreibt, mal rein die Musik und lässt einfach Instrumente weg und ersetzt sie durchs Bild. Und dann passiert nämlich genau das. Ja. Eine Art, ein Weg, ja. Also, I don't know. Danke, Andreas, für diesen Talk. Vor allem, was ich sehr schön finde, ist, dass du quasi einfach auch diesen Ton, also den Aspekt des Tons so hervorgehoben hast, weil der ja sehr oft auch in der Animationsforschung ein bisschen vernachlässigt wird. Und weil wir ja am dritten Tag von unserer Tagung, wo dann der Übergang zum All-Around-Audio-Symposium sein wird, dann eben auch den Ton im Fokus haben. Was mich jetzt interessieren wird, wäre, du hast jetzt ganz viel über Rhythmus erzählt, was die Funktion des Tones ist, aber sehr wenig, wie du zu deiner Auswahl des Tones kommst und wie du den generierst oder mit wem du da zusammenarbeitest. Zunächst mal versuche ich da so offen wie möglich zu sein und für unterschiedliche Projekte unterschiedliche Tonschaffende mit ins Boot zu holen. Also das haben Sie ja vielleicht gesehen, also gerade bei meinen eigenen Arbeiten ist es so, dass die stilistisch relativ klar definiert sind auch, das sind immer einfache Formen, da entsteht die Gefahr, dass das quasi auch der Wiederholung des Erlebnisses und deshalb ist es so, dass für unterschiedliche Projekte ich versuche mit unterschiedlichen Musikern in Kontakt zu treten, die im Prinzip das mitbringen, was ich mir an Qualität vorstelle für die einzelnen Projekte. Also dass hier jemand zum Beispiel bei der Serie Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig einen gewissen komödiantischen Impuls auch kommunizieren muss in der Musik, war klar. Und deswegen war das Casting auch dementsprechend gesetzt. Und gerade bei dem Film Love and Theft war es so, dass ich jemanden brauchte, der quasi aus unterschiedlichen Referenzen, die man ihm gab, hier eine Gesamtkomposition entstehen ließ. Und insofern ist es eigentlich fast so, dass es für jedes neue Projekt neue Tonschaffende gibt, die das Ganze versuchen irgendwie auch zu erweitern. Spektrum zu erweitern. Ja. Es gibt eine Frage über die Kommentarfunktion. Okay. Was gibt's? Eine Frage über die Kommentarfunktion. Wir streamen ja live und offensichtlich hat jemand zugeschaut. Mehrere, wir sind gerade bei 13 oder so, glaube ich. 11 jetzt wieder. Johannes Schiesel. Er schreibt auch mit liebe Grüße an Professor Hikade. Wie lässt sich die wunderbare Welt der 8 mit der grausamen Realität der 25 Bilder pro Sekunde kombinieren? Herr Schiesel, ich habe keine Ahnung, von welchen grausamen Realitäten du hier sprichst. Also für mich ist das nicht grausam. Also gerade in den letzten Jahren, das wurde ja bereits erwähnt, ich habe ja jetzt hier so ein offizielles Amt, wo ich hier auch tatsächlich immer wieder mit den Realitäten konfrontiert bin. Das ist für mich so, wie ich mir ein Stück weit den Ersten Weltkrieg vorstelle. Dreimal im Tag schlägt es irgendwo ein,
ständig sind hier Unwägbarkeiten, Menschen, die auch Probleme haben, die gelöst werden sollen in der Animation, im Gestalten der Animation, kann man sich ja das genauso aussuchen, wie man es gern hätte. Das heißt, man kann hier tatsächlich die Welt so gestalten, wie man das für erforderlich hält. Und insofern sehe ich hier die grausame Realität der 24 und 25 Frames persönlich nicht. Ich habe das lang schon angenommen. Man muss einfach sich daran gewöhnen, dass unter Umständen der Output gering ist. Also man muss sich dann auch zufriedenstellen und zufrieden sein damit, dass das Tagwerk vielleicht nur eine Sekunde ist. Im Unterschied zu einem Musiker, der quasi, wenn er 5 Minuten performt, 5 Minuten Werk kreiert, ist es so, dass der Animationsfilmer unter Umständen 5 Jahre performen muss, um 5 Minuten Werk zu kreieren. Aber auch dort gibt es ja, und ich glaube, da wird die Konferenz ja auch ein Stück weit davon handeln, hier mittlerweile neue Tools, die uns unterstützen. Das geht hin bis zur Echtzeit, wo man quasi das, was man unter Umständen als grausam empfinden kann, auch neu behandeln kann, sodass es effektivere Produktionswege gibt. Ich glaube, das hat uns die digitale Revolution auch gelehrt. Jürgen, wir wissen es noch, wie hier jede Folie einzeln angepinselt werden musste. Und wenn es gelb war, musste man 5-mal drüber pinseln, weil es gelb nicht gedeckt hat. Also das war grausam. Das war redundant. Das war auch Verschleiß von künstlerischen Kapazitäten, weil hochtalentierte Leute einfach immer nur darauf schauen mussten, dass sie nicht über den Rand drüber malen. Da machen wir heute einmal Klick. Ja, da hilft uns der Computer, da hilft uns auch sowas wie eine künstliche Intelligenz, die versteht, was wir meinen. Und so können wir uns jetzt mittlerweile auf die künstlerischen Aufgaben konzentrieren. Ich sehe diese Grausamkeit nicht. Vielleicht wird die Frage auf die 25 Frames im Fernsehen und so weiter bezogen, dass man den 4er, 8er Rhythmus dort mit 25 Frames einfach schwer in Einklang. Das ist ein großes Missverständnis. Ob jetzt der Film in 25 oder 24 Frames läuft, das hat überhaupt gar keine Relevanz. Das heißt, wenn jetzt hier im Fernsehen irgendwas auf 25 Frames läuft, dann müssen Sie das einmal wissen. Und wenn Sie es einmal wissen und verinnerlicht haben, müssen Sie es sofort wieder vergessen, weil Sie brauchen diese 25 nicht. Sie können ja weiterhin sagen, selbst wenn der Film auf 25 Frames läuft, ist mein oder unser individueller Rhythmus die 24 oder die 18 oder die 12. Also man sollte sozusagen die Sekundenzahlen eliminieren und seinen eigenen individuellen Rhythmus für die Arbeit setzen. Lass mich nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Und zwar, du hast vorhin von Musikreferenzen gesprochen. Du verwendest aber ja auch Referenzen aus der Animationshistorie. Ja. Und verwendest, also vermischt es dann quasi so mit deinen eigenen Charakteren. Und ich kann mich auch erinnern, dass du auch sehr emotional verbunden bist mit diesen historischen Charakteren. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren gab es eine Podiumsdiskussion, wo du ganz vehement Baloo den Bären verteidigt hast. War das so? Ja. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ja. Ich kann mich erinnern, da hat die Kollegin hat gesprochen, dass quasi hat sowas gesagt wie animieren kann jede Putzfrau. Das hat mich furchtbar aufgeregt, weil es erstens mal die Reinigungsfachkräfte diskreditiert, die einen eigenen Job machen, und zweitens mal auch die Animatorinnen und Animatoren. Die Gestaltung der unsichtbaren Welt ist eine große, große Kunstform. Und das ist auch politisch in Deutschland ein riesiges Problem, weil man das, was man nicht sieht, hier in der Regel nicht bemisst. Das heißt, es gibt zwar Gewerkschaften, die sich des Tones annehmen, den kann man hören, es gibt Gewerkschaften, die nehmen sich des Bildes an, aber der Animation, dem Unsichtbaren, dem hat sich im Augenblick noch niemand angenommen. In die Schauspielgewerkschaft kommt man nicht rein, weil die sagen, ihr habt mit uns nichts zu tun, ihr zeichnet ja nur. Ja, die nehmen sozusagen das nicht ernst, dass die Animatoren die Schauspieler des Animationsfilms sind. Und so bleibt es dann am Ende, läuft es darauf raus, dass man hier über die Verwertungsgesellschaft VG Bild hier einen individuellen, guten Schlüssel findet, der auch die Animatorinnen und Animatoren berücksichtigt. Das muss man aber proaktiv machen, weil gesetzlich gibt es da keine Hebel dafür. Ja, da werden wir heute Abend noch ein bisschen länger drüber reden in Wien, über diesen Aspekt. Trotzdem vielleicht jetzt nochmal so quasi zu deinen historischen Einflüssen. Ja? Was sind sozusagen
Animationen, die dich geprägt haben? Naja gut, dieser letzte Film, den ich hier gezeigt habe, versucht eigentlich genau das zu behandeln, ein Stück weit. Bei diesem Film ging es konkret, also ich muss ein bisschen ausholen, der Großteil meiner Filme, nicht die, die ich jetzt hier zeigte, aber der Großteil der anderen, sind sehr autobiografisch geprägt und irgendwann war mir das ein bisschen, wurde mir das ein bisschen zu viel auch und habe mich in diesem Film bewusst nur auf Referenzen von außen bezogen. Und die dann so lange zu vermischen und dann zu schauen, ob am Ende sowas wie als Extrakt, sowas wie eine eigene Stilistik dabei rauskommt. Das heißt, der Film handelt auch von Inspiration und Ausdruck im weitesten Sinn und die Referenzen, zumindest aus der Animationswelt, sind in dem Film ja aufgeführt. Das ist neben der Populärkultur, der amerikanischen und japanischen, eben auch der unabhängige Animationsfilm, Independent Animation und die ikonischen Filmemacherinnen und Filmemacher, die in diesem Feld arbeiten. Caroline Leaf, Regina Pessoa, Phil Malloy, Jonathan Hodgson, etc., etc. Also das sind die Referenzen aus der Animation, wobei ich dazu sagen muss, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass das Medium zu selbstreferenziell wird. Insofern ziehe ich meine Referenzen und meine Inspiration sozusagen nicht in erster Linie aus der Animation, auch nicht in erster Linie aus der bildenden Kunst, sondern aus anderen Feldern. Im Idealfall aus dem wirklichen Leben. Okay, eine letzte Frage. Die ist auch was länger. Hallo, erstmal vielen Dank für den super Vortrag. Fand ich sehr spannend. Tom Stummer von der RWTH in Aachen. Meine Frage bezieht sich eher auf die Lehre. Und zwar betreue ich selber einen Kurs, wo ich Architekten beibringe, wie man mit Hilfe von Animation einen Film erstellt. Und da stehe ich immer wieder vor dem Problem, quasi den Rhythmus zu zeigen. Weil ich meiner Meinung nach ist das ja immer entscheidend und ich kenne es selber. Mein erster Film war so, wie Sie beschrieben haben. Man macht was, alles viel zu schnell, alles, nichts geht ineinander und genau. Und im Endeffekt ein schlechtes Ergebnis. Und ich habe leider keine animatorische Ausbildung erlebt, deswegen das mit dem X-Sheet fand ich super interessant. Kann man jetzt aber auch nicht vorstellen, dass quasi, wenn man das als erstes den lernt, dass das dann vielleicht zu theoretisch ist. Oder, also quasi meine Frage ist, sagen Sie denen als erstes, macht eine Animation und sagen dann, schauen Sie mal, so geht's richtig. Oder zeigen Sie denen erst den X-Sheet und sagen, machen Sie es nach dem Modell. Also ich zeige Ihnen in der Regel kein X-Sheet, weil das X-Sheet ein Weg ist und von wirklich vielen Möglichkeiten. Aber den Herzschlag zu erfassen, also das ist was Sie auch jenseits des X-Sheets können. Und dann gibt's dann müssen Sie dann eben genau anschauen, was mit welchen Gedanken man sich hier zu tun hat. Also dort, wo wir ausbilden, kehren wir eigentlich nicht die Dinge über einen Kamm. Wir wissen so gut, dass jede These auch immer eine kraftvolle Antithese hat, die genauso relevant ist. Insofern schauen wir eher darauf, was sind die individuellen Herausforderungen, eine Art und Weise, die Zeitschiene auch im Vorfeld zu bestimmen. Ist es ein Layout-Film oder ein Animatic herzustellen? Das heißt, mit ein paar Storyboard-Bildern, die Essenz der Handlung darstellen, die schon mal in eine zeitliche Abfolge zu bringen. Das heißt, da zappelt dann zwar noch nichts, aber mit einem gewissen Maß an Imagination, das Sie ja mitbringen sollen, wenn Sie das gestalten, können Sie sich das sozusagen schon mal vorstellen. Und wenn das schon mal so grob stimmt, ist die Basis dafür da, dass es dann im Detail stimmt. Also wir halten nichts davon, erstmal quasi die Leute in ihren Verderben reiten zu lassen und dann auch uns hinzustellen und darüber zu analysieren, was jetzt alles falsch lief. Sondern wir versuchen schon Prozesse aufzusetzen, dass es richtig und erfolgreich läuft. Was da auch dazu gehört ist, also nach der Stoffentwicklungsphase immer auch der Schritt Vorproduktion. Und die Vorproduktion beinhaltet einen Proof of Concept. Da nehmen Sie sich eine Stelle mal raus und sagen, und so in etwa soll das werden. Und das kann man dann analysieren und daraus quasi den gesamten Prozess ableiten. Ich bin dann nochmal bei der Musik. Kleine Hilfestellung, ein kurzes, also Problematik. Ich meine,
Die Rhythmik muss nicht nur in der Rhythmik stimmen, sondern es muss einen Anfang und ein stimmiges Ende haben. Und Musik braucht eine stimmige, durchgängige Struktur. Die Problematik ist, wenn man Filme, Animationsfilme meistens nachvertont, dann muss man mit der Musik irgendeinen Murks schneiden und dann merkt man nicht schon, dass der Film keine Rhythmik hat. Für eine Architekturvisualisierung sich mal ein kleines Musik, in sich fertiges Musikstück nehmen und anhand des Musikstücks das Konzept machen. Das Musikstück nimmt man dann später gar nicht, aber es gibt die Rhythmik wie vor und das hilft extrem. So, wir müssen jetzt leider schon in die Pause gehen. Vielen, vielen Dank, Andreas, für diesen wunderbaren Vortrag und den Start in die Diskussion. Zwei Sachen noch, also für den Livestream, wir machen um 11 Uhr weiter mit dem Panel 1, Animation und Wirklichkeit, theoretische Annäherungen. Und wir haben ja auch angekündigt, es wird einen Büchertisch geben, den werden wir jetzt aufbauen. Das heißt, all diejenigen, die Publikationen oder Ankündigungen oder so weiter mitgenommen haben, am besten einfach das Silvia sagen und wir bauen das dann auf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Dankeschön. Ich möchte noch kurz was zur Technik sagen. Es tut uns leid, wir werden uns in der Pause darum kümmern. Das ist ein IT-Problem, das hatten wir vor zwei Wochen scheinbar schon mal. Wir hoffen, dass es in Folge besser wird im Laufe des Tages. Danke. Y lesiones que duermen bajo el colchón. Si la cosa va mal, no me...